und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark zusammen mit Balui und mit Katze. Feurio. Mirio und unserer Schnecke. Bringe ich die Schnecke einfach in unsere Base oder muss sie in die Tamebox? In die Tamebox, hat Katze doch gesagt. Ich sag, bringen sie in die Tamebox. Blau, die Frage, warum soll ich hörst eigentlich du nicht in unsere Base bringen? Ja, aber ich meine, die tun ja nichts. Die können es ja auch bei uns in der Base hinstellen, oder nicht? Vielleicht tun die. Ich habe meine in die mittlere geworfen. Aber vielleicht greifen die nicht blöderweise einen Drachen an? So, schon mal die Idee gehabt, so. Sind alle Türen zu, Miri? Nein. In welche Box hast du deinen gebracht? In die mittlere. Ich kann eben ja, die einzige, wo geschlossen ist. Ja, natürlich. Was ach, zusammen? Ihr könnt die, glaube ich, zusammen reinpacken. Was, wenn die sich gegenseitig essen? Ja. Oh, das, wenn das, falls sie sich wirklich attackieren sollten, die Möglichkeit existiert. Ich mach doch ein Tor zu. Warte kurz, Balui. Ja. Oh, ich bin gerade wirklich zu dumm, die Schnecke zu greifen und sie geht immer weiter mit. Nein, nein! Schnecke will runterspringen! Schnecke will runterspringen! Ich bin gefangen. Ich hab sie. Okay. Ist die Schnecke jetzt losgeworden schon? Nee. Du musst C drücken. Ja, ja, ich hoffe, sie ist weg. So, Schnecki ist drin. Schnecki ist in der Haus. Bring mal meinen großen, unmobilen Drachen weg und hol mal lieber wieder Nein. Ja. Katze, hast du eigentlich die Gigas flexibler gefunden? Nee, ich habe sie gesucht, aber nicht gesehen. Okay. Gelandet. Fein gemacht, feiner Drachi. Vielleicht haben wir auch heute keine Gigas. Ja, und auf einmal stehen sie in deiner Dodo-Armee. Aber dann sind sie auch tot. Ja. Die Dodos, ja. Nee, die Dodo-Armee. Nee, die Gigas. Dodo-Armee macht die Gigas fertig. Ja. Dodo-Armee macht die Gigas fertig. Ja, wir haben ja auch noch unsere Mantas hier. Sind eure Wahnvorstellungen diagnostiziert oder ist das hobbytechnisch? Das Dodo-technisch. Das Dodo-technisch? Ah, ich hab was haben einen Sie so Giga für Hobbys? Gefunden. Ich habe keine Hobbys, ich habe Dodos. Und der zweite Giga steht am Strand und genießt den Ausblick. Und ich habe irgendwas gelesen, dass Hand of Blood sowas wie Dodo Wars macht. Er was muss ich mir darunter vorstellen? Die Dodo Wars hat vor einer halben Ewigkeit schon angefangen. Was ist das? Also das ist vor einer halben Ewigkeit schon gewesen. Im Endeffekt ist das ein kurzes PvP miteinander. So, wo man sich gegenseitig umbringen kann und halt tötet. Zwei verschiedene Teams oder drei verschiedene Teams. Und das heißt halt Dodo Wars, weil ich weiß gar nicht, warum sie es Dodo Wars genannt haben, aber ich weiß, dass sie eine der Staffeln damit beendet haben, weil es ungefähr Gleichstand war, dass sie beide einen Dodo geholt haben. Jedes Team einen Dodo geholt hatte und die Dodos miteinander kämpfen mussten und derjenige, der dann gewonnen hatte, hatte gewonnen. Also irgendwie sowas in der Richtung war das dann. Ich glaube, das machen wir auch mal. Jeder hat 5 Minuten Zeit, sich Dodos zu besorgen. Und dann muss man mit den fünf Minuten Dodos, die man hat, gegeneinander kämpfen und der gewinnt, gewinnt. Aber wir sind ja nicht in unterschiedlichen Fraktionen. Das heißt, die Dodos greifen ja gar nicht den anderen an. Ja, das stimmt. Nee, wir sind nicht in unterschiedlichen Fraktionen, aber das ist ja eine Sache, die lösbar ist, sagen wir es so. Also wir können das hier auf dem Server nicht machen, aber wir machen mal halt einen anderen Server dafür. Das ist der Schlechte. Oh Mann. Kampf wir der Dodos. Haben wieder kein Eisen mehr. Brauchen wir den ja, dann zum Kuchen gehe ich Eisen backen sammeln. Wir brauchen den, um Eisen zu haben, um Kuchen zu backen, ja. Weil wir den ja aus der Kibble Station holen. Aha. Auf geht's, Eisen sammeln. Jo, das geht aber schnell hier. Wir sind ja zum Glück in der Nähe von Eisen. Geht aber auch echt schnell leer. Ich will gar nicht wissen, wie lange wir gebraucht hätten für all das, wenn wir keinen Multiplikator drin hätten. Für unser Metallhaus? Ja, würde ich sagen. Nicht nur für unser Metallhaus, sondern für alles, was wir hier gemacht haben. Ja, doch auch relativ lang, ja. Wir gehen ja sonst einfach hin. Ach ja, wir brauchen Upgrade, bessere Waffen. Zack, zack, zack. Oh, der Tech-Raptor ist sehr süß. Hm. Hallo. Und deine Abnormität? Wer ist eine Abnormität? Der Tech-Raptor. Über den haben wir auch gerade geredet. Ja, aber warum ist er eine Abnormität? Das ist eine andere Frage als wer. Steht schon wieder alles voll. Ist das schlimm? Ach stimmt, ich habe ein Vögelchen gezähmt. Habt ihr das schon gesehen? Ich habe ein Vögelchen gesehen, ja, aber ich wusste nicht, dass du es gezähmt hattest.
Wofür ist das? Was für ein Vögelchen? Ja, diese großen, die überall rumfliegen, diese Vögel. Die einen immer angreifen? Nein, mit den langen Flügeln. Ach so. Kann man da drauf reiten? Oh, man kann da drauf reiten. Nein, der kann dich doch nicht halten. Wie heißt denn das Vieh? Vögelchen. Ja, aber wie heißt seine Rasse? Vögelchen. Damit ich einen Sattel mache. Seid ihr wirklich ein Passiv-Tame? Seid ihr gar kein Passiv-Tame? Moment. Kein Passiv-Tame? Schnecken kann man nicht zähmen, die muss man einfach halten in einem Stall. Die wollen nicht gezähmt werden. Kann auch sein. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, dass die ein Passiv-Tame sind. Arkakner. Arkwiki. Ah, das war nicht, was ich drücken wollte. Ich war mir sicher, wir hätten die so zu zähmen. Deswegen. Ah. Jetzt bin ich aber gespannt, ob Akatina man auf dem Ding reiten kann. Ist tameable, yes. Torpor immune, Knockout und Sweet Vegetable Case, ja. Das ist der Hammer. Was los? Das Viech wird getamed mit Hilfe von Knockout. Das hatte ich nicht im Kopf. Hau die Schnecke! Katze, hau die Schnecke! Das hab ich ja. Das klingt falsch. Hau sie. Blui, guck, ich hab ein neues Reittier. Warte, ich komme langsam nach Hause. Ich muss nur gerade gucken, dass ich hier irgendwie ist mein Vogeli etwas lahm. In welche Richtung bist du denn geflogen? Nach Norden. Nein, das nicht, Blui. Das Ding ist ja lustig. Kommen wir zurück zur Base. Bin bei unseren Tameboxen gerade. Ach so. Ich würde sagen, er fängt gleich an zu essen. Der nette Tu. Also musst du sie wirklich umschießen? Du musst sie wirklich knockouten, ja. Hallo? Aber ich habe dadurch jetzt halt keinen Appetizer mehr da, ne? Also das ist halt so. Es ist ein bisschen eng hier oben, das muss ich sagen. Aber dass der dich tragen kann, ist schon ein Wunder. Aber es geht. Es ist ein bisschen wenig Platz. Ach. Aber ist schon okay. Sieht auf jeden Fall bequem aus. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung für mich. Ich weiß nicht, ob es in Ordnung für ihn ist. Frage ist halt, ist das wichtig, ne? Er hat gar kein Mitspracherecht. Nee, ich würde auch. Hallo Katze, schläft die Schnecke? Die Schnecke schläft. Ja. Frage an der Geschichte ist, wie lange sie im Schlaf. Ja, oh, sie wurde gerade gezähmt. Sehr gut, dann braucht sie nur einen einzigen Kuchen. Was bedeutet, wir können auch die anderen. Hey, hast du dir ein Ding geholt? Das ist ja nice. Ja, ist der nicht cool? Ich fand ihn lustig damals, ja. Aber es ist nur ein kleiner Vogel. Er ist lustig. Ja, wieso? Lacht er? Es ist ein oder? Weihnachtsvogel, er ist grün. Aha. Diese die Schnecke greift mich an. Ach nein, das ist ja meine. Kann der irgendwas aufheben? Greift mich an? Nein, er kann nichts aufheben. Das hätte mich auch gewundert. Ich hole mal was, um die Schnecke abzuholen. Oder bleibt kannst die hier? Kannst du sie tragen auf deinem Vogel noch? Kann ich? Kannst du sie aufheben und dann ach, auf deinen kann Vogel die aufheben? Steigen? Ach, das wusste ja. Ich nicht, dass man die in die Hand nehmen kann. Wo habt ihr hier denn die zweite Schnecke? Ich will, weiß nicht, ob ich das will, ehrlich gesagt. Die ist doch süß. Also, for real jetzt, wo habt ihr hier die zweite Schnecke in die Box? Eine ist in der mittleren Box und eine ist in der Box daneben. Ich hab die in die Mitte geworfen. Also, sie ist auf jeden Fall hier drin. Ich hab grad nur meine hier drin. Vielleicht ist sie in das andere Ding rübergekrochen. Ist in die Höhle gekrochen. Aber wenn wir drei Schnecken haben, dann müssen unsere ja noch da sein eigentlich. Freihändig fliegen! Wo ist hier so. Der letzte Schnecke? Hast du hier hast halt gezähmt hier? Ja. Hier nee, ist gerade eine am Zähmen, aber hier fehlt eine. Die nee, rote? Wir haben ja hier nur eine drin. Wo ist denn ja, die nee, wir haben hier zwei drin. Welche fehlt denn, die rote? Die rote habe ich jetzt. Okay, das ist die, die ich mitgebracht habe. So, meine ist in der Box daneben hier. Nee, nicht in der. Ja, wir hatten andere schon Richtung. Ich habe das. Wir sind zwei gerade am Zähmen. Ich habe meine mit in diese Box hier reingeworfen. Ja, und da fehlt dir die zweite jetzt gerade von. Ja, genau. Aha. Bedeutet, hier irgendwo ist eine der Schnecken und versteckt sich als Stein.
Vielleicht ist sie in die Höhle gekrochen. Die Höhle ist hier doch gar nicht, die ist doch in der anderen Box. Ist sie nicht in der mittleren? Nicht in der letzten? Also hier ist sie auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht. Okay. Vielleicht hat sie sich in einem Stein versteckt. Kann ja sein. Schnecki Schneck! Schneckchen! Miet, miet! Also, Oh, was? Schnecki ja, hat die keinen macht Bock. Dementsprechend Geräusche. Oh verdammt, wir brauchen mehr von dem Kuchen. So eine krasse sowieso, Schnecke. Bevor wir die nächste tamen können. Schnecki ist weg für immer. Warte mal, wenn die eine Schnecke sowieso hier war, kann ich mir sogar... Ja, hier ist er. Lol. Was? Hier ist in der letzten Box die andere. Toll. Okay. Da ist die ausgebüxt. Ja. Oha. Ist mir gerade so aufgefallen. Wenn die eine so weit nach oben geflogen ist gerade... Dann können die, ja, die Schnecken sich durch Wände durch. Sie springen. Ey, die ist darüber, also können die Berge hochgehen und sowas. Wow. Dann ist natürlich schwierig. Ja, aber das ist kein Problem, ich habe sie betäubt. Jetzt hole ich ganz kurz noch mehr Kuchen. Und dann hole ich gleich auch noch ein bisschen Appetizer, weil dann geht die ganze Sache noch schneller und dann passt die ganze Geschichte. Wo ist die Schnecke? Hat er doch schon irgendwie bei sich da gerade. Mann, wie geht denn hier das scheiß Tor zu? Ich weiß immer nicht, wo man drauf gucken muss. Ja, auf das Tor vorne. Ich hab gerade mit den Dingern absichtlich die Tore offen, ne? Weil ich da gleich hin muss. Ach so, na gut. Ach so. Dann lasse ich sie auf. Wäre sehr nett. Wäre sehr, sehr nett. Sehr nett, meinst du? Ja. Ja, äußerst. Zum Glück ist die Schnecke wieder aufgetaucht. Ja, wäre so traurig, wenn wir keine Schnecke mehr hätten. So traurig wäre das ohne Schnecken. Können diese Vögel eigentlich irgendwas besonders gut oder sind sie nur lustig? Das ist eine gute Frage. Ich gebe die Frage weiter. Ich glaube, okay. sie können Fische fischen und sie können tauchen. Teilweise, aber sie haben keine höhere Anzeige in was. Das heißt, wenn ich mit dem jetzt ins Meer fliege, dann kann ich da drauf sitzen bleiben. Ja, aber das Problem ist, das ist so jemand, der taucht gerne, aber der ist leider selber zu doof, langfristig zu tauchen. Ja, aber muss auf Atmung skillen. Ja, eben. Ich meine, dass das so war. Da wir können aber gleich gerne nochmal. Wenn du mir den Namen nochmal gibst, gleich können wir gleich nochmal nachgucken, was das angeht. Sein Name ist Pelagornis. Pelagornis? Irgendwas in die Richtung. Ich gehe jetzt tauchen. Pelagornis? Vielleicht probiere ich das bei uns zu Hause in der Base. Das sind keine Haie, habe ich mir gerade überlegt. Glaube ich. Pelagornis. So. Tauchen! Hui! Oh, er ist gelandet auf dem Wasser. Er kann auf dem Wasser landen! Ah! Und man wird nicht abgemountet. When guck, on water, Pelagornis stays safely guck, and becomes oh, a fast swimmer. That saves your life. Er ist ein Boot! Er ist ein Boot! Ja, ja, also cool. Er kann Ding. Er kann Ding! Guck mal, er kann Ding! Los, tauch! Oh, das ist eigentlich im Endeffekt nur ein Flyer. Okay, das ist gut zu wissen. Tauch! Geh runter! Oh. Oh, jetzt wollte ich mit ihm tauchen. Aber nein. Das heißt, er kann nichts außer wie eine Ente auf dem Wasser schwimmen. Naja, aber das kann er. Ja, das ist nicht schlecht. Da wird man wenigstens nicht abgemountet, wenn man auf dem Wasser ist. Nicht so wie bei allen anderen. Das ist soweit korrekt. Schade. Also ein Giga ist bei der Dodotanik. Ja, ja, das habe ich ja schon gesagt. Der ist am Strand und der andere ist ein Stück weiter ins Land rein. So, die nächste Schnecke ist getamed. Sind die Schnecken denn schon alle in der Base? Nee. Ich geh mal ein bisschen Techdinos jagen. Das ist sehr, sehr gut. Soll ich mitkommen? Kannst ja selber suchen, weil ich glaube, die gibt es halt nicht so oft. Okay. Flieg einfach in irgendeine Richtung und such. Na gut. Dann mache ich das auch mal. Aber erstmal würde ich sagen, was das von meiner Folge für heute. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet gerne morgen bei Katze ein. Und ansonsten macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und Mirio.
Bleib schön feurig.